Damit startet die Aufzeichnung und wir gehen los mit dem ersten Programmpunkt, nämlich der kleinen Vorstellung des Hermann-Hollerith-Zentrums. Ich werde das ganz kurz ein bisschen begriffen, betiteln und dann werden wir mal in die verschiedenen Räume einfach ganz kurz reinschauen, sodass Sie einen Eindruck bekommen, ja, was ist denn dieses Hermann-Hollerith-Zentrum, nicht nur rein von der Benennung, sondern auch vom Aussehen her. Okay, also vielleicht das Erste, was man hier mal nennen muss, ist, das Hermann-Hollerith-Zentrum oder HHZ ist ein kooperatives Lehr- und Forschungszentrum. Das heißt also, hier arbeiten Professoren mit ihren Forschungsgruppen an den Fragestellungen des Digital Business und der digitalen Transformation. Außerdem bieten wir hier verschiedene Masterstudiengänge an. Das erklärt Lehr- und Forschungszentrum. Und eine weitere Besonderheit ist, es ist das Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen. Ja, es liegt Reutlingen und Böblingen jetzt nicht unbedingt ganz nah beieinander. Das ist natürlich eine hervorragende Lage, wo wir hier sind, denn wir sind eingebettet in Böblingen, in die Industrie, die ein hohes Interesse hat, gerade sich zu transformieren in die Richtung Digitalisierung. Und das ist das Hauptthema, was wir eigentlich machen. Das heißt also, die Veränderung der Produktionsmittel, also Wertschöpfungsprozesse ändern sich. Angefangen hat das Ganze irgendwie 1700, 1800 mit dem Aufkommen der Dampfmaschine, wo die Produktionsmittel sich verändert haben, dann Übergang zur Elektrizität. Und mittlerweile seit den 70er, 80er Jahren sind wir in der digitalen Revolution. Das heißt also quasi, wo ein Aufkommen der digitalen Computertechnologie hier die Wertschöpfungsprozesse entscheidend beeinflusst, wenn nicht gar Wertschöpfungsprozesse möglich macht, die sonst nicht möglich sind. Das sieht dann bei uns so aus, wenn Sie mal in Präsenz sind. Das sieht jetzt erstmal sehr undigital aus, muss man dazu sagen. Natürlich, Digitalisierung hängt sehr viel von Kommunikation ab. Wenn Sie aber genauer mal in die Bilder reinschauen, dann werden Sie sehen, quasi überall sind letzten Endes Computersysteme vorhanden. Das heißt also, dieser direkte Austausch der Menschen miteinander wird auch natürlich durch die entsprechende Computertechnologie unterstützt. Das heißt also, wir reden nicht nur über Digitalisierung, wir nutzen Digitalisierung auch in unseren Vorlesungen beziehungsweise der Art und Weise, wie wir das Lehrprogramm organisieren. Und das sieht dann zum Beispiel in Corona-Zeiten, gibt es dann halt Online-Vorlesungen, sieht dann halt so aus. Für uns war es also kein Problem, dann von einem Tag auf den anderen auf Online-Vorlesungen komplett umzuswitchen. Okay, so, das machen wir nicht alleine, gibt es eine ganze Menge Partner, Hochschulen, Industrieunternehmen, andere internationale Kooperationen, die wir haben. Einfach mal einen Blick auf ein paar Embleme, da wird dem einen oder anderen das sicherlich bekannt vorkommen. Okay, das ganz kurz zur Benennung. Ich würde jetzt deswegen umschalten, einfach mal eine kleine Vorstellung verschiedener Räume, die wir haben, sodass Sie einen Eindruck bekommen, nicht nur, was wir quasi auf dem Blatt Papier machen, sondern auch in welcher Umgebung wir ein solches Programm durchführen. Und ich würde gleich mal mit mir selber beginnen, denn ich sitze hier im sogenannten Smart Lab. Das Smart Lab heißt deswegen so, weil wir hier ein Labor aufgebaut haben, in dem wir digitale Prozesse zu Hause in Einkaufsumgebungen oder auch in Küchenumgebungen nachstellen können. Und das Ganze sieht dann so aus. Moment, ich hebe da mal einfach meinen Laptop hoch. Also hier hinter mir sehen Sie quasi so diesen Aufbau einer typischen Wohnzimmerumgebung. Das sieht erstmal aus wie ein Wohnzimmer, ist aber vollgestopft mit aktueller Technologie aus dem Smart-Home-Bereich. Und wenn ich mich jetzt hier so weiter bewege, dann sehen Sie, was hier noch so alles kommt. Und dann sehen Sie hier solche Einkaufsregale. Wir haben also quasi einen kompletten Supermarkt hier nachgebaut, auch komplett vollgestopft mit Elektronik zur Erfassung aller möglichen Aktivitäten. Und wenn ich mich dann noch weiter drehe, dann sehen Sie auf dieser Seite quasi auch den Kitchen-Bereich. Also der ist momentan noch im Aufbau. Die Geräte, die Sie da sehen, sehen erstmal aus wie ganz normale Küchengeräte, sind aber alle vollständig vernetzt mit Wi-Fi. Und das ist also quasi so ein Labor, das auch komplett steuerbar ist, das ist vollgepackt mit Sensoren, mit programmierbaren Schaltern und so weiter. Und das nutzen wir also in den verschiedenen Lehrveranstaltungen, um herauszufinden, wie eigentlich Digitalisierung in Zukunft unsere gewohnten Umgebungen beeinflussen. Und ich möchte gleich mal in den Nachbarraum rüberschalten. Da sitzen der Yusuf Boskort und der Stefan Trieflinger, die Ihnen jetzt mal das Kreativlabor vorstellen.
Vielen Dank, Christian. Hallo allerseits. Mein Name ist Stefan Trieflinger. Ich bin Doktorand am Hermann-Hollerith-Zentrum und ich befinde mich momentan im Kreativlabor. Sie müssen sich vorstellen, so eine Art Gruppenraum, in welchen Grundlagen für Ideen, für Innovationen in Form von digitalen Geschäftsmodellen entstehen. Ich nehme Sie mal ein bisschen mit auf eine Reise. Man sieht es einigermaßen. Hier sieht man quasi, also der Raum ist ausgestattet mit einer Vielzahl von Boards, wo quasi der berühmte Business Model Canvas zum Beispiel ausgefüllt wird, der quasi dazu dient, herauszufinden, wer sind meine Partner, welche Schlüsselpartner werden benötigt, welchen Wert soll mein Produkt liefern, einfach als Grundlage quasi für die Entwicklung von Innovationen. Das Ganze kann aber auch so aussehen. Sie sehen hier ein Lego-Modell, wo man quasi einfach mal eine Idee quasi visualisiert, einen Arbeitsablauf visualisiert. Also um einfach darzustellen bildlich, welche Schritte muss denn eigentlich durchlaufen werden oder welche Schritte muss der Kunde durchlaufen? Fallen mir da irgendwelche Herausforderungen ein, die zu bewältigen sind? Genau, und das Ganze in einer visuellen Form quasi bereitzustellen und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, gibt es eine Vielzahl von Methoden, die Sie alle im Studium durchlaufen werden, die Sie dann hautnah auch erleben werden und die dann oft auch in diesem Kreativlabor dann quasi ausgelebt werden. Nebendran haben wir, oder sitzt quasi jetzt der Yusuf Burzkurt, der quasi den zweiten Teil des Kreativlabors auch vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Stefan. Mein Name ist Justus Boskut, ich bin Mitarbeiter am HAZ und ebenso wie Stefan Doktorand. Und ich bin gerade in unserem 3D-Druckerraum. Das kann man auch im Hintergrund sehen. Ich switche mal kurz die Kamera. Der 3D-Druckerraum ist auch im Kreativlabor eingebunden. Das heißt, es ist jetzt nochmal ein getrennter Raum, wo sich aktuell unsere zwei Drucker befinden. Hier sehen wir sogar ein Gehäuse, nehme ich mal an, was ein Kollege jetzt für seinen Sensor ausdruckt. Zum Beispiel für das Smart Lab wurden einige Gehäuse ausgedrückt für Sensorik. Aber auch in meinem Fall, in meinem Forschungsbereich, beschäftige ich mich auch mit städtischen 3D-Modellen, wo man eben solche 3D-Drucker natürlich auch nutzen kann. Und diese stehen auch natürlich unseren Studierenden zur Verfügung, sei es jetzt in Projektarbeiten, in den Masterprojekten oder sonstigen Projekten, die im Studium dann ja, bearbeitet werden. Okay, gut, wunderbar, vielen Dank. Ich würde gleich zum Alex Rossmann überschalten, der jetzt im KI-Labor sitzt. Ja, hallo nochmal auch von meiner Seite. Willkommen hier im KI-Lab. Momentan sieht man nur mich und eine weiße Wand, aber wir können natürlich auch mal umschalten und mal gucken, was es hier im KI-Labor so alles zu sehen gibt. Das ist mal so quasi ein Blick ins Lab. Ich laufe jetzt einfach mal los und was wir hier auf dieser Seite sehen, ist eine Workshop-Umgebung. Wir haben ja hier im Haus auch das Zentrum Digitalisierung. Das heißt, wir arbeiten auch konkret mit kleinen und mittelständischen Unternehmen an der Umsetzung von KI-Lösungen. Und was wir hier jetzt erstmal sehen, sind ein Haufen Displays. Das heißt, was wir versuchen, ist, dass wir unterschiedliche Anwendungen im Bereich Machine Learning hier auf Displays dann auch zeigen. Erstmal als Demonstrator in dem Sinne, dass man unterschiedliche Stufen in der Abfolge eines Machine Learning Service dann hier auch nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite des Raums haben wir dann noch einen größeren Workshop-Raum und noch einen größeren Monitor. Den haben wir uns an die Wand gehängt, um auch Fußballspiele bei der Europameisterschaft, Spaß beiseite, dann anzugucken. Das kommt auch manchmal vor, aber im Wesentlichen geht es doch eigentlich darum, dass wir hier dann natürlich auch gemeinsam mit den Unternehmen dann selbst auch an Whiteboards wiederum und dergleichen dann Ideen für Machine Learning Services entwickeln wollen, ne? Das KI-Labor selbst ist aber auch eine Einheit, die selbstständig Daten erfasst. Das sehen wir jetzt so in dieser Ecke des Labors. Das heißt, es geht auch darum, den Zustand des Labors und die Nutzung des Labors zu erfassen, zum Beispiel die Luftqualität, die Anzahl der Menschen, die hier im Labor arbeiten, Audiospuren automatisch zu erfassen. Das heißt, wir versuchen auch mit diesem Labor dann den Raum intelligent zu machen, sodass der Raum selbst auch Informationen über die Nutzung bereitstellt und gängige Use Cases, die wir brauchen, um entsprechend nachzuvollziehen, was hier eigentlich passiert und wie können wir das, was hier entwickelt wurde, dann systematisch nutzen, dann auch automatisiert aufzubereiten, ne? Das ist das, was wir hier machen. Und damit kriegt das Thema KI oder
Machine Learning dann an der Stelle dann eben auch ein Gesicht. Ja, hallo, da ist das Gesicht wieder. Soweit. Wunderbar, besten Dank. Jetzt machen wir mal einen Einblick, wie eigentlich Vorlesungsräume aussehen. Ich würde vorschlagen, dass wir mal in den Raum 125, einer der Vorlesungsräume, schalten. Bitteschön. Ja, das übernehme vielleicht ich an der Stelle mal. Es heilt wahrscheinlich ein bisschen, weil hier nicht so viele Leute sitzen außer mir. Und ja, ich kann ja vielleicht mal einen kleinen Eindruck hier aus dem klassischen Vorlesungsraum geben, den wir natürlich hier im Hermann-Hollerith-Zentrum auch haben. Es gibt übrigens auch noch analoge Elemente, wie diese Tafel. Aber in dem Vorlesungsraum, in dem ich hier beispielsweise sitze, gibt es auch eine ganze Menge von Herr Decker, Sie hatten ja vorhin schon die Sensorik angesprochen. Die haben wir in diesem Raum beispielsweise auch verbaut. Wir haben hier so kleine Systeme zur Bewertung von der Vorlesung, so Feedback-Systeme verbaut und auch andere Dinge, wie zum Beispiel diese Lampe, die man vielleicht hier an dieser Stelle sehen kann, die im Prinzip als so eine Art Aufmerksamkeitssensor für Studierende gilt und dass man herausfinden kann, brauchen vielleicht Studierende eine Pause oder nicht. Ich selbst bin jetzt im zweiten Semester DBE, im letzten Wintersemester bin ich gestartet, auch schon teilweise unter Corona-Bedingungen bin eigentlich ganz von weit weg hierher gekommen, sagen wir es so. Ich habe meinen Bachelor nämlich in Hamburg absolviert und bin dann hier ans HZ gekommen und zwar, weil ich einfach nicht so wirklich einen konsekutiven Master machen wollte, sondern nochmal auch ein paar andere Perspektiven und Blickwinkel, gerade in unserem großen Gebiet der Wirtschaftsinformatik, wenn ich das jetzt vielleicht mal so ganz grob zusammenfasse. Und da gehören ja viele Teilbereiche auch dazu. Ich denke, wir haben auch später in den Breakout-Sessions vielleicht auch noch Möglichkeiten, da auf die eine oder andere Frage näher drauf einzugehen. Aber das vielleicht nur so zum Hintergrund, wie ich hierher gekommen bin. Und finde es eigentlich ganz spannend, dass man hier sehr viele unterschiedliche Kommilitonen und Kommilitoninnen auch aus etwas leicht anderen Vorgeschichten und Vorstudiengängen sozusagen aufeinandertreffen. Und da können ganz tolle Projekte daraus entstehen. Und das vielleicht schon mal so als erstes Feedback aus Studierendensicht. Genau. Okay, ja, besten Dank. Unsere Vorlesungen sind nicht nur reine Vermittlung von Inhalten, sondern bei uns ist natürlich auch sehr viel gefragt, dass Studierende in Form von Gruppenarbeiten zum Beispiel bestimmte Aufgaben lösen. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, einfach mal einen Einblick zu geben in einen typischen Gruppenarbeitsraum, wo Studierende dann bestimmte Use Cases bearbeiten. Bitteschön. So, dann heiße ich euch auch recht herzlich willkommen zum Infotag heute. Mein Name ist Jamuda und ich präsentiere euch mal den Gruppenarbeitsraum, den es hier gibt. Der ist ziemlich groß und auch weiträumig. Das lässt viel Platz übrig für viele andere Studenten. Und da drüben sieht man auch schon gut zwei Bildschirme, die man klasse verwenden kann für die gerade erwähnten Gruppenarbeiten, die man gemeinsam machen kann. Und richtig schön finde ich hier diese Sofaecke. Und hier kann man sich dann zusammenfinden. Man sieht, hier gibt es viel Spielraum für Ideen, wenn man gerade zusammenarbeitet. Und ich kann auch zu dem Studiengang sagen, dass wir viel mit Gruppenarbeit auch zu tun haben, was mir persönlich sehr gut gefällt. Denn gerade das Praxisnahe hatte ich in meinem Bachelorstudiengang im Bezug auf Projekten eher weniger. Da ging es eher in die Details rein, in das fachliche Wissen, in die Programmierung etc. Und das ist auch hier eher der Schwerpunkt, dass man zusammenarbeitet, dass man miteinander redet. Und diese Praxisnähe finde ich auch sehr schön dargestellt. Gerade die Projekte, die wir zusammen machen, auch härtere Projekte oder was heißt härtere Projekte, eher technischere Projekte wie Distributed Systems, dass man sich da zusammenfindet und gerade solche Räume nutzen kann, um sich dann auch besser gegenseitig austauschen zu können. So, okay. Und das wäre es dann von meiner Seite. Klasse, klasse. Man fragt sich ja, wie unter Corona-Bedingungen Vorlesungen ablaufen können. Schon sehr frühzeitig machen wir uns sehr viele Gedanken, wie Hybridveranstaltungen aussehen und haben dafür auch einen extra Raum halt hergerichtet, wo man unter Corona-Bedingungen tatsächlich Präsenzveranstaltungen mit Remote-Teilnehmern durchführen kann, was natürlich hervorragend ist für unsere Studierenden, die vielleicht auch von weiter weg herkommen und trotzdem den Vorlesungen beiwohnen wollen. Und deswegen werfen wir jetzt den letzten Blick in der Vorstellung des HZ nochmal in den
Raum 02627. Sie merken schon an der langen Nummer, das ist offensichtlich ein großer Raum und möchte ganz kurz die Studierenden dort auffordern, den Raum mal vorzustellen. Genau, ich bin auch DBE-Student im zweiten Semester und befinde mich gerade dort, wo sich normal der Professor befindet. Und wie ihr vielleicht jetzt sehen könnt, ich bin nicht allein im Raum, wir sind zu zweit. Das heißt, der Raum ist ziemlich groß, streckt sich sehr weit nach hinten und ist auch ausgestattet noch mit einer zusätzlichen Kamera für die Teilnehmer, die dann von Remote an der Vorlesung dran teilnehmen. Und mein Kollege, der Marc, wird jetzt auch noch ein paar Worte sagen. Ja, genau. Ja, also Daniel hat ja schon fast alles gesagt. Also unter Corona-Bedingungen funktioniert es hier wirklich super. Wir hatten das Glück, am Anfang von unserem ersten Semester kurz hier zu sein, zu belüften, Abstand und funktioniert wirklich alles super. Hat auch super, oder funktioniert immer noch super, außer dass wir jetzt halt nicht hier sein dürfen. funktioniert alles super hier. Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, als Daniel. Ist ja alles gesagt, wenn alles super ist, ist alles gesagt. Okay, gut, fantastisch. Ich danke allen für die Vorstellung. Wir wollen jetzt noch mal ganz kurz einen kleinen Blick werfen in das Programm, was ja hier schon die Studierenden so ein bisschen erwähnt haben, nämlich das Programm Digital Business Engineering. Da Sie das HAZ gesehen haben, können wir sehr schnell durch dieses Programm eigentlich durchlaufen mit so ein paar Key Facts und geben dann den Teilnehmern eher dann nach der Vorstellung aller Masterprogramme Gelegenheit, dann nochmal mit unseren Studenten direkt in den Breakout-Sessions zu sprechen. Okay, lassen Sie mich ganz kurz ein bisschen was zu dem Programm Digital Business Engineering sagen. Legen wir das mal auf, ne? Also der cool tätowierte Typ hier. Also überschrieben mit Digitalisierung einfach machen. Ich glaube, diese Session heute hier zeigt, dass wir dieses Prinzip also auch anstreben und leben. Hier handelt es sich um ein IT-Masterstudium. Und wir folgen dabei auch unseren eigenen Methoden. Also Methoden, die wir beibringen, nutzen wir also auch, um den Studiengang vorzustellen. Und eine der Methoden, die Sie zum Beispiel bei uns gleich im ersten Semester kennenlernen, ist Entrepreneurship. Also verschiedene Entrepreneurship-Methoden, um softwareintensive Produkte zu designen. Und ein Instrument, was da gerne verwendet wird, ist zum Beispiel das Vision Board. Und wir nutzen jetzt einfach das Vision Board, um in schneller, kompakter Art und Weise mal den Studiengang vorzustellen. Und das Vision Board letzten Endes geht auf alle Key Facts dieses Studiengangs in einer sehr überschaubaren Weise ein. Das erste ist, ja, was ist denn eigentlich Digital Business Engineering? Da vermitteln wir das IT-basierte Know-how und die Methoden für die Digitalisierung von Unternehmen. Das heißt also, bei uns lernen Sie ingenieurswissenschaftliche Methoden für die IT-basierte Wertschöpfung und digitale Geschäftsmodelle. Dabei sind die Computer, die informationsverarbeitenden Prozesse, die primären Produktionsmittel. Das heißt also, die physischen Objekte rücken in den Hintergrund und der digitale Service, der mit diesen physischen Objekten verbunden ist, der dient eigentlich der Wertschöpfung, der bringt das Geld rein. Und damit untersuchen wir hier vor allen Dingen die Fragestellung, wie werden eigentlich wertschöpfende Prozesse gebaut, also engineert, die erst durch IT möglich werden. Und dabei streben wir vor allen Dingen an, dass Leute zu uns kommen, die innovationsorientiert sind, die ihr technisches Know-how vertiefen wollen und die Digitalisierung in Unternehmen maßgeblich mitgestalten wollen. Wenn Sie also einen Hintergrund haben, Wirtschaftsinformatik oder in einem technischen Bereich, dann gehören Sie zu der idealen Zielgruppe, die wir hier haben wollen. Und das heißt, wir liefern eigentlich als Produkt für Sie die Ausbildung für die Unternehmen, die in diesem Umfeld von schnell veränderlichen Technologien neuartige und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle hervorbringen müssen, um weiter auch in dieser veränderlichen Welt bestehen zu bleiben. Ja, und wie funktioniert es bei uns? Ja, das ist letzten Endes ein Dreischrittansatz. Ich gehe einfach mal vom Ziel aus, also vom Endergebnis. Sie erreichen einen Master of Science bei uns innerhalb von 3 Semestern. Sie starten bei uns mit einem Bachelorabschluss mit 210 ECTS. Und eine der Besonderheiten ist, dass Sie dieses Studium neben Ihrer Berufstätigkeit durchführen können. Und das wird vor allen Dingen möglich gemacht durch die Didaktik. Das heißt, durch die blockweise Durchführung aller Lehrveranstaltungen. Wenn Sie so ein Programm wie bei uns sehen, dann fällt
vielleicht dem einen oder anderen auf. Es gibt so Module, wie zum Beispiel hier das Artificial Intelligence Modul. Das ist bei uns Pflichtprogramm, weil wir einfach glauben, dass insbesondere diese Technologie maßgeblich in der Digitalisierung eine große Rolle spielt. Und deswegen kommen Sie bei uns nicht drum rum, genau sich mit dieser Technologie auch auseinanderzusetzen. Viele Grundlagenmodule wie Digital Business, Software Management, Distributed Systems sind natürlich wichtig, um Digitalisierung technisch zu verstehen, aber auch Sachen wie Entrepreneurship. Wie finde ich eigentlich heraus, was ein gutes Softwareprodukt ausmacht und was es erfolgreich macht? Das Programm gibt genügend Gelegenheit, beispielsweise durch ein Jahresprojekt aufgeteilt in zwei einzelne Module, in einem Team von Studierenden selbstständig an Fragestellungen der Digitalisierung zu arbeiten und außerdem darüber hinaus beispielsweise in den Wahlpflichtfächern sich nochmal zu spezialisieren. Diese Spezialisierungen hier werden ebenfalls, wenn sie am HAZ angeboten werden, als Blockvorlesungen angeboten. Dazu gehören Internet of Things, Innovative Methods of Service Engineering oder im Sommersemester arbeiten wir mit der IBM zusammen an dem heißen Thema Quantum Computing. Darüber hinaus sind wir in Kooperation hier mit der Uni Stuttgart aufgrund unserer räumlichen Nähe. Da gibt es natürlich auch Wahlfächer, die Sie auch in der Uni Stuttgart besuchen können, in Form von wöchentlichen Veranstaltungen, die hier aufgeführt sind. Zusätzlich, da wir ja genau eigentlich dann, oder weil wir ja ein Studiengang an der Hochschule Reutlingen sind, mit Sitz in Böblingen in der Nähe von Stuttgart, ist es natürlich für Sie auch möglich, das Beste aus zwei Welten zu kombinieren und dazu zu sagen, dass Sie auch noch darüber hinaus Wahlfächer einfach an der Fakultät Informatik in Reutlingen besuchen können. Und das machen einige Studierende von uns auch. Also hier sind Sie frei in Ihrer Gestaltung. Das machen Sie einfach auf Anfrage. Okay, wir unterstützen unsere Erstsemester in diesem Bereich besonders intensiv, weil wir, wie das Zitat da von Marc Andresen oben ausdrückt, glauben, dass also letzten Endes Software eigentlich der, also eating the world drückt es eigentlich am besten aus. Ich kann es gar nicht besser auf Deutsch ausdrücken. Also letzten Endes softwareintensive Produkte sind die wertschöpfenden Dinge in der Digitalisierung. Und deswegen stellen wir für alle Erstsemester kostenlos einen Udemy-Kurs bereit im Bereich Data Science und Python. Da lernen Sie die Programmiersprache Python und erstellen erste Machine Learning-Beispiele einschließlich von Deep Learning-Modellen. Und der Kurs, der läuft auf Ihren Namen. Das heißt also, wenn Sie diesen Kurs, freiwilliges Angebot, nutzen und absolvieren, dann können Sie natürlich auch die Teilnahmebescheinigung dieses Udemy-Kurs dann auf Ihrem Berufsprofil, beispielsweise in LinkedIn oder Xing, integrieren. Und das ist natürlich nicht nur einfach, um Sie in dieses ganze Studium einzuführen, sondern die Ergebnisse aus diesem Kurs sind nützlich für Module wie Distributed Systems, Artificial Intelligence, Internet of Things oder die Masterthesis. Darüber hinaus unterstützen wir natürlich unsere Studierenden, weil wir wissen, dass sie unterschiedliche Hintergründe haben, auch darin, ihr Studium erfolgreich zu meistern, insbesondere in den Fächern, die von der Informatik her und die technisch sehr anspruchsvoll sind, indem wir Videos und Software-Tutorials zur Verfügung stellen, Online-Quizze, die von DBE-Studierenden erstellt wurden und damit halt auch letzten Endes genau die Fragen behandeln in diesen Quizzen, die essentiell und wichtig sind. Ja, hier sieht man auch mal, wie sich unsere Studierenden zusammensetzen. Das ist das aktuelle Sommersemester übrigens. Ne? Also da stellen wir auch regelmäßig Umfragen, um herauszufinden, was für Hintergründe unsere Studierenden haben. Und hier zeigt sich nochmal ganz deutlich, dass also zum Beispiel 13% unserer Studierenden haben eine Festanstellung mit 100% Vertrag. 13% haben eine Festanstellung mit reduziertem Vertrag. Genauso viel in Summe quasi sind dann die Studierenden, die als Werkstudenten berufstätig sind. Das heißt also, Sie sehen, dass allein hier quasi mehr als 50% unserer Studierenden in irgendeiner Art und Weise berufstätig sind. 22% unserer Studierenden sind Vollzeitstudierenden, aber suchen aktuell nach einer Tätigkeit, die parallel zum Studium ausführbar ist. Und gerade mal etwas mehr als ein Fünftel der Studierenden werden dieses Studium in Vollzeit absolvieren. Ne? Und wahrscheinlich von dem hier kriegen wir noch ein paar darüber, dass sie auch noch eine Berufstätigkeit aufnehmen. Es zeigt also, dass dieses Studium sehr gut
kompatibel ist mit einer Berufstätigkeit. Und das wollen wir auch nochmal unterstützen durch hohe Individualität, die wir in dem Studium ermöglichen. Das heißt also, alle Module aller Fachsemester finden jedes Semester statt. Das heißt also, Sie können letzten Endes die Module nach Ihrer Fasson, nach Ihren persönlichen Vorlieben und beruflichen Situation studieren. Sie sind also nicht darauf angewiesen, dass Sie auf ein Modul warten müssen, sondern jedes Semester finden alle Module statt. Sie haben die freie Wahl der Modulreihenfolge. Den Plan, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, ist eine Möglichkeit zu studieren. Sie können auch gerne davon abweichen. Und Studierende, insbesondere zum Beispiel im letzten Semester, haben davon Gebrauch gemacht, haben einfach durch die ganzen Homeoffice und Online-Vorlesungen viel Zeit gewonnen, um noch weitere Module zu hören, die wir nach Möglichkeit natürlich kollisionsfrei anbieten, sodass sie da also auch selbstständig dann gemäß ihres Zeitbudgets dann auch das Studium absolvieren können. Sie haben dabei Zeit, bis zu 6 Semester bei uns zu studieren, sodass also auch Planänderungen, die in ihrer persönlichen oder beruflichen Situation unerwartet auftreten, hervorragend mit diesem Studium verbinden können. Und Fragestellungen beispielsweise aus Ihrem Berufsleben können Sie in Projekten oder in der Masterthesis einbringen. Und somit verschmelzen Berufstätigkeit und Studieren und Studium teilweise miteinander. Und das wird auch deutlich durch und die Art und Weise, wie wir Prüfungen abwickeln. Das sind fast ausschließlich Teamarbeiten bei uns, weil das ist auch der Zusammenarbeitsmodus im beruflichen Alltag. Und dann macht es halt Sinn, dass wir genau diesen Modus auch im Studium haben. Und dieses Studium bieten wir also in allen Formaten an, die man heute kennt, also als Online-Format momentan natürlich, klar wegen der Corona-Situation, als Präsenz, wenn es wieder möglich ist. Und jetzt sozusagen in diesem Übergang versuchen wir natürlich mehr und mehr Hybrid-Veranstaltungen, wenn es möglich ist, hier zu ermöglichen. Also all diese Formate sind bei uns praktisch auch realisiert. Okay, wir haben noch eine Reihe von weiteren Lerninstrumenten, die auf unsere Studierenden zugeschnitten sind. Insbesondere sind ja mittlerweile durch Corona eigentlich alle Vorlesungsinhalte als Videos verfügbar, sodass also das auch hervorragend unterstützt werden kann. Und die Labore, die Sie vorhin gesehen haben, die unterstützen natürlich die Art und Weise, wie wir hier projektorientiert und praxisorientiert vorgehen, in besonderer Art und Weise. Das Ganze kann unterstützt werden durch klassische Kalendersysteme. Wir nutzen dabei halt klassische Systeme, wie man sie auch aus dem Berufsalltag her kennt, sodass die Integration in die Techniken, die Sie ja aus dem Berufsalltag kennen, hier ohne Probleme klappt. Das Ganze wird regelmäßig gereviewt durch Meetups zwischen Professoren und Studis, sodass wir also herausfinden, wo drückt gerade der Schuh, was müssen wir in der aktuellen Situation, in der unsere Studierenden sind, verändern, damit wir ein gutes Lehr- und Lernergebnis ermöglichen. Ja, und ich denke mal, zum Abschluss 2 Kommentare, die wir von unseren Alumnis bekommen haben, warum dieses Studium eigentlich so einen Wert für Sie verspricht, ist, dass letzten Endes die Methoden aus dem Studium, die Sie hier lernen, ein erfolgreiches Arbeiten im Berufsleben, vor allen Dingen halt, wenn Sie zum Beispiel Druck haben, ermöglichen. Und die zukunftsrelevanten Wahlfächer, die wir anbieten, ne, und die Forschungsinhalte, auf die wir immer wieder auch Bezug nehmen, das kommt alles im Business 5 Jahre später. Sie sind also präpariert für Ihre Karriere. Okay, damit möchte ich abschließen mit diesen paar kurzen Fakten hier. Das hatte ich schon alles aufgezählt. Ein Punkt hier von dieser Liste möchte ich nochmal hervorheben, nämlich den letzten. Die Frage, Sie sind jetzt interessiert an der Lama-Felldecke, die ich Ihnen verkaufen möchte. Was kostet Sie die Lama-Felldecke? Also Sie bekommen dieses Studium für ca. 180 Euro im Semester und dabei ist noch ein VVS-Ticket mit enthalten. Also damit bin ich für meinen Teil durch und möchte jetzt übergehen zu dem Teil meines Kollegen vom Alex Rossmann, der Ihnen das nächste Programm vorstellen wird. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Gehen wir gleich weiter. Versuchen wir nicht viel Zeit quasi auf dieser Slide hier zu verschwenden. Es geht jetzt um 2 weitere Masterprogramme, den Master Digital Business Management und den Master Professional Software Engineering. Wir wechseln jetzt so ein wenig die Organisationseinheit, obwohl so das Gebäude gleich aussieht. Hier sehen Sie nochmal eine Außenimpression, eine Innenimpression und wie man so mit den Studenten dann arbeitet. Gibt es einen wesentlichen Unterschied bei den beiden Programmen, die jetzt gleich kommen? Und das ist dieses Logo da rechts oben, die Knowledge Foundation. Ja, das heißt, wir machen auch sogenannte berufsintegrierte Masterprogramme. Bedeutet, dass bei dem Programm Digital Business Management und bei Professional Software Engineering die Leute voll arbeiten. Das heißt, das ist immer ein Programm, bei dem ein Unternehmen mit an Bord ist. Wir haben da Leute von der IBM, von Hewlett Packard Enterprise,
von Daimler, von Bosch, aber auch von Beratungsunternehmen wie Capgemini und KPMG, die bei uns hier dann in der Regel dann auch in geblockter Art und Weise dann aufschlagen und dann eine ganze Woche oder einige Tage am Stück bei uns hier arbeiten und ihr Studium gestalten, dann aber wieder fast in Vollzeit zurückgehen in ihren entsprechenden Unternehmenskontext. Und deswegen, weil das solche berufsintegrierten Programme sind, kosten die zum einen Geld, ja, das heißt, hier geht es um Studiengebühren, die zahlen in der Regel die Unternehmenspartner. Und zum anderen benötigt man, wenn man so etwas machen möchte, noch eine etwas andere Organisationsform. Man benötigt nämlich eine Stiftung oder eine gemeinnützige GmbH. Und das hat die Hochschule Reutlingen schon vor 10 Jahren ausgegliedert an die sogenannte Knowledge Foundation, die also in der Lage ist, diese Studiengebühren zu vereinnahmen und das gesamte Programm des Studiums organisiert von A bis Z und sich um alle Belange der Teilnehmer kümmert. Vom Studienabschluss, den man am Ende dann hat, lustigerweise gibt es gar keinen Unterschied. Das heißt, der Master, den man in Digital Business Management oder später auch dann in Professional Software Engineering macht, ist genau der gleiche von der Wertigkeit des Abschlusses wie das, was man entsprechend hat, wenn man Digital Business Engineering studiert hat. Ja, gehen wir mal weiter. Ich sage einfach mal Klick, Christian, und wenn ich Klick sage, dann klickst du weiter, oder? Worum geht es bei Digital Business Management? Es ist jetzt ein Programm hier, das natürlich so ein bisschen ähnlich aussieht wie Digital Business Engineering. Ich würde sagen, was bei dem Programm hier anders ist, ist, wir haben einen etwas höheren betriebswirtschaftlichen Anteil, einen etwas höheren Anteil im Bereich der Entwicklung sogenannter Digitalstrategien. Und diese Digitalstrategien, die können sich in 3 Bereichen abspielen. Wenn du hier gleich nochmal draufklickst, kriegt man auch eine kleine Definition zum Thema Digital Business Management und was ist das überhaupt. Wenn Sie eine Definition heute mitnehmen wollen, dann können Sie dann hier ableiten, Digital Business bezieht sich auf die Anwendung digitaler Technologien zur Gestaltung von Geschäftsmodellen. Das heißt, ein großes Thema bei uns im Studiengang ist, wo geht denn das Geschäftsmodell in der Automobilbranche überhaupt hin oder wie sieht es aus mit dem Maschinenbau, was tut sich in der Medienbranche, wie verändern sich also etablierte Geschäftsmodelle und wie schaffen es Unternehmen, die schon seit Jahren in der industriellen Revolution erfolgreich waren, jetzt auch in dieser digitalen Welt mit einer entsprechenden Digitalstrategie zu überzeugen. Ne? Selbst wenn man jetzt nichts am Geschäftsmodell machen möchte, so ist es doch meistens dann zumindest der Kunde, der sein Verhalten verändert. Das heißt, das Thema Kundenerfahrung, die Frage, wie bauen wir überhaupt gemeinsam mit den Kunden Wertschöpfung auf? Klar, das ganze Thema Informationssuche wandert ins Netz, Online-Shops, die an Bedeutung gewinnen. Auch im Business-to-Business-Bereich ist das so. Durch das Internet der Dinge sind wir häufig auch nach dem Kauf eines Produkts oder während der Nutzung einer Dienstleistung mit Unternehmen vernetzt. Das erzeugt ganz neue Digitalstrategien, die wir an dieser Stelle anschauen wollen. Und der 3. Anwendungsbereich ist natürlich dann sozusagen der unternehmensinterne Anwendungsbereich. Die ganzen Operations, die Prozesse, die Systeme, die wir unternehmensintern nutzen, um dieses Thema zu gestalten. Klicken wir weiter auf die nächste Slide. Dann sehen wir, was quasi diesen Studiengang so strukturiert. Also 50% Business, 50% IT-Anteil, 90 ECTS auf 4 Semester. Und das liegt halt daran, dass die Leute, die da studieren, alle arbeiten. Ja, das heißt, wir haben 30 ECTS hier gestreckt auf 4 Semester. Deswegen sind wir in der Lage, dann auch den Teilnehmern in diesem Programm zu ermöglichen, dann eben auch zu arbeiten, mindestens mit einem 70-80% Vertrag zu arbeiten. Manche haben sogar noch höheren dotierten Vertrag, der hier entsprechend gestaltet wird. Man sollte einen Bachelor-Abschluss haben mit 210 ECTS. Natürlich kann man hier auch Ersatzleistungen bringen, falls man nur 180 hat. Man braucht einen Unternehmenspartner. Das ist wichtig. Das heißt, die Zulassung hängt an einem Unternehmenspartner. Da sind wir aber gern bereit, auch Kontakte aufzubauen. Es gibt immer wieder Unternehmen, die nach Leuten suchen, die in so einem Programm unterwegs sind. Das heißt, falls Sie noch keinen Partner haben, aber über eines dieser beiden Programme nachdenken, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Und die Knowledge Foundation bietet auch hier Kontaktmöglichkeiten zu den Unternehmen. Das Ganze wird durchgeführt durch die Professoren der Hochschule, aber auch durch einen großen Pool externer Experten. Das heißt, wir binden in den Programmen, über die wir hier sprechen, wirklich auch Leute ein von Siemens. Wir haben Leute von Bosch, die eine Gastvorlesung machen. Wir haben Leute von Daimler zum Beispiel. Das heißt, da hier wirklich Allianz hat man jetzt vor kurzem jemand, der da für die ganze
IT-Governance zuständig ist. Wir haben da wirklich einen großen Pool und zum Teil auch Professoren anderer Hochschulen, also da, wo wir nicht die passende Expertise haben, da holen wir uns dann die Leute aus anderen Hochschulen her. Das ist natürlich nur möglich, wenn man das Ganze finanzieren kann, und dafür werden eben diese Teilnahmegebühren dann auch genutzt. In der Regel ist man dann von Montag bis Samstag hier und dann wieder 4 Wochen oder 3 bis 4 Wochen im Unternehmen. Während der Semesterferien gibt es keine Vorlesungen. In Summe sind das 64 Präsenztage bei Digital Business Management. Klickt man nochmal weiter, dann sehen wir auch so ein bisschen die Struktur des Programms. Jetzt musst du ein bisschen öfters klicken. Also ich glaube, das gehen wir gar nicht im Detail durch. Wir fangen ganz am Anfang, klick ruhig durch, im ersten Semester. Klick bis zum vierten durch, genau. Wir fangen hier an mit den Essentials. Wir haben da so ein Überblicksmodul, wo wir erstmal die Grundlagen schaffen und gehen dann eben rein in das Thema, was sind überhaupt digitale Strategien für unterschiedliche Branchen, wie sind solche Strategien aufgebaut. Wir können dann Schwerpunkte bilden, eben im Bereich Digitalisierung von Geschäftsprozessen, im Bereich Digitalisierung der Kundenschnittstelle. Und wir haben rechts auch einen Bereich, der sich natürlich dann um die entsprechenden Informatikmodule kümmert, das heißt IT-Management, IT-Infrastrukturen, welche Trends gibt es hier, Microservices, Cloud Computing und dergleichen. Im Bereich Software Management dann die Frage, wie werden eigentlich Entwicklungsprozesse im Bereich Software dann gemanagt, gesteuert, und im dritten Semester dann auch das Internet der Dinge als Vertiefungsmodule. Es gibt eine Reihe von Wahlfächern, auch da kann man nochmal klicken, und da hoffen wir auch, dass wir dann in 2022 wieder ins Ausland können. Eine Besonderheit dieses Programms ist, dass wir ein komplettes Wahlfach, die sogenannte Digital Business Week, für 2022 in Tel Aviv geplant haben. Wir kooperieren hier mit dem IDC. Das ist die größte private Hochschule in Israel, in der Nähe von Tel Aviv. Hochrenommiert, super Rankings in Israel. Allgemein ist Tel Aviv für das ganze Thema digital ein Hotspot mit mehreren Tausenden von Startups in einer Stadt. Und da wollen wir mit der Gruppe oder mit einem Teil der Gruppe, es muss natürlich nicht jeder mit, nicht jeder wird da gezwungen, das kann man sich dann aussuchen, das ist ja nur ein Wahlfach, kann dann da entsprechend mit uns mitgehen und dann auch mit den Kollegen in Israel schauen, wie entsprechende Entwicklungen dann dort aussehen. Ne? Wenn du nochmal weiterklickst, dann haben wir noch ein paar Slides, für wen das Ganze gemacht ist. Wir haben tatsächlich hier auch Leute, die ja mit einer betriebswirtschaftlichen Expertise reinkommen, also im Bachelor noch sehr wenig Informatik gemacht haben. Wir haben aber auch den einen oder anderen ITler, der sagt, ihm fehlt vor allem dieses strategische Thema, Digitalstrategie entwickeln. Wir haben sogar Maschinenbauer, Leute, die haben Politikwissenschaft studiert und wollen jetzt in dieses Thema digitale Transformation einsteigen. Mit einem Klick kann man das nochmal zusammenfassen, Christian. Da steht dann nämlich, dass es eben Anbieter und Anwender sind. Jetzt brauchst du doch noch einen zweiten Klick, um auf den entscheidenden Satz zu kommen. IT- und technologieaffine Gestalter digitaler Business-Innovationen. Herzlichen Dank. Eine Slide haben wir noch, glaube ich. Für dieses Programm, da kannst du jetzt auch schnell durchklicken, klick noch 4-mal drauf, gehe ich nicht alles durch. Ich glaube, auch wir haben eigentlich wenig Klausuren, schriftliche Klausuren. Das ist so ein bisschen, gehört, glaube ich, der Vergangenheit an, viel projektorientierte Lehre, wenn man ganz nach unten guckt. Ja. Ich glaube, wesentlich in diesem Programm sind so wirklich diese Netzwerke mit den Kollegen, die man hier dann im Studium dann auch kennenlernt, weil das Besondere bei Digital Business Management ist wirklich, dass man mit seiner eigenen Kohorte 2 Jahre zusammenbleibt. Das heißt, man hat in der Regel immer die gleichen Leute in seiner Kohorte. Hier sehen wir so ein paar, ganz ruhig weitergehen, ein paar Teilnehmer der ersten Generation. Das waren so Absolventen des ersten Jahrgangs, die so ein bisschen berichtet haben. Man sieht, dass die auch gar nicht alle aus Stuttgart kommen. Also Daniel Kranz da oben zum Beispiel, der ist immer aus Berlin eingeflogen. Die Nathalie Hassreiter kam aus München, das Sven Sommer aus Düsseldorf und waren dann für diese Woche hier. Der Schwerpunkt der Leute kommt aber doch aus der Region Stuttgart. Und eine davon ist auch heute hier mit dabei. Wenn du jetzt nochmal weiterklickst, begrüße ich. Ich habe sie vorher schon gesehen, glaube ich, im Call, die Denise Saalmüller, die nachher auch zur Verfügung steht, wenn wir in die einzelnen Slots geht und dann ein bisschen aus dem Programm berichten kann. Ne? Gut, prima. Damit bin ich mit dem ersten Teil schon durch. Wenn du jetzt nochmal klickst, sieht man auch meine Kontaktdaten. Und dann darf ich noch Professional Software Engineering vorstellen. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, ein tolles Foto von unserem Christian Decker hier quasi auf das Coversheet zu nehmen. Ich habe nämlich in der Tat, ich muss zugeben, ich hatte kein Coversheet. Denn eigentlich bin ich auch nicht der Studiendekan für dieses Programm. Das ist eigentlich der Martin Schmollinger, geschätzter Kollege aus Reutlingen, der leider heute nicht dabei sein kann und gesagt hat, ich soll das machen. Also Christian, wenn ich jetzt irgendeinen Quark erzähle, dann grätsch ruhig rein, kannst du es ja gerne
der Stelle ergänzen. Ne? Aber bei Professional Software Engineering, wenn wir mal weitergehen, würde ich mir einfach nochmal erlauben, hier dann den Kollegen Andresen, so sieht er aus, ja, tatsächlich, also so sieht also ein berühmter Investor im Silicon Valley aus, ja, Marc Andresen, der 2011 diesen berühmten Artikel geschrieben hat, Software is eating the world, das heißt, dass softwarebasierte Geschäftsmodelle verdrängen zunehmend traditionelle Geschäftsmodelle. Und wenn man auf den Bitly-Link da unten klickt, da gibt es einen guten Artikel, der ist 2 Jahre alt, der heißt dann Software ate the world. Ja, das heißt, man schaut schon ein bisschen retrospektiv und überlegt sich, wo haben wir denn heute eigentlich schon Geschäftsmodelle, die wirklich verdrängt wurden durch softwarebasierte Modelle. Und das haben wir natürlich im E-Commerce-Bereich, das haben wir zum Beispiel im ganzen Bereich der Werbung, wenn wir an die Google Search Engine denken, die natürlich softwarebasiert funktioniert und heute die größte Marketingmaschine der Welt ist. Wir haben das im Bereich der Anzeigen, wo man früher viele Personalanzeigen hatte und heute auf LinkedIn einfach seine Leute sucht und so weiter und so fort. Also man kann schon viele Industrien heute so durchnehmen und stellt fest, da gibt es ja schon manche, die sind schon ganz schön verschwunden oder disruptiert. Und Software ist also sozusagen die magische Zutat, die ich benötige. Und deswegen brauche ich Ingenieure, ich brauche Software-Engineers, die in der Lage sind, dann diese Software auch zu entwickeln. Das hört sich jetzt relativ trivial an. Ja, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren war das aber noch gar nicht so trivial. Da haben die meisten Unternehmen Softwareentwickler abgebaut und gedacht, ja, das kommt doch in der Zukunft aus der Steckdose. Da brauche ich gar keine eigenen Menschen mehr, die sowas können. Und die stellen jetzt fest, scheiße, ja, eigentlich brauche ich ja genau Leute, die coden können und die wissen, was da technologisch passiert. Und wenn wir mal weiterklicken, sehen wir auch, wie wir versucht haben, das dann hier aufzubauen, also das habe ich eigentlich alles schon erzählt, ja. Geschäftsmodelle werden digital, Softwareentwicklung wird zur Kernkompetenz, Daimler möchte in Zukunft Software selbst entwickeln, das ganze Thema des Fahrzeugs bis auf die Ebene der Datenbanken komplett durchdringen, VW sieht sich eigentlich als Softwarekonzern und möchte genauso bewertet werden, wie Softwarekonzerne bewertet werden, ja, und das ist traurig, dass es nicht passiert an der Börse, weil viele Investoren das noch nicht so gesehen haben, ne? Das heißt, alles, was so die klassische Infrastrukturthemen angeht, also den Betrieb, sage ich mal, meiner klassischen Unternehmens-IT, das ist vielleicht tatsächlich was out ist und was man zukünftig stark von außen bezieht, aber Software, insbesondere produktbezogene Software, ist in und das wollen viele Unternehmen auch wieder insourcen und selbst entwickeln. Ne? Und wenn wir da weitergehen, sehen wir da so ein paar Trends, die der Martin Schmollinger so mal auf einer Slide skizziert hat. Was sind denn jetzt so Anforderungsprofile an Softwareentwickler? Ja, und natürlich geht es dann um Cloud Native. Das heißt, wenn sich die ganzen Infrastrukturen in Richtung Cloud entwickeln, dann muss ich auch Anwendungen für die Cloud entwickeln können. DevOps, ja, das heißt, ich habe heute nicht mehr lange Release-Zyklen, sondern eigentlich werden die entsprechenden Software-Lösungen immer weiterentwickelt während der Anwendung, also kontinuierlich im Betrieb schon dann weiter ausgebaut, neue Features hinzugefügt, Bugs entfernt etc. Ich habe entsprechende Architekturen, die ich mir da angucken muss, Stichwort Microservices, Serverless-Technologien. Ich muss mit großen Datenmengen umgehen, wir sind ja heute auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Der Christian Decker hat es vorher ja auch beschrieben, dass wir natürlich versuchen, dann auch zu schauen, wie können wir datenbasiert dann auch Software nutzen, um große Datenmengen zu verarbeiten und entsprechende Lernprozesse zu induzieren. Insofern brauche ich natürlich Software, die das auch kann. Es gibt Methoden, die heute natürlich anders aussehen. Software wird heute agil entwickelt in vielen Bereichen. Das heißt, es geht auch darum, dann auch eine Software tatsächlich zu entwickeln, die der Nutzer nachher auch bedienen möchte und die der Kunde wirklich benötigt. Und das setzt eben entsprechende Iterationsschleifen voraus, die auch tatsächlich Handwerk sind und entsprechende Werkzeuge verlangen. Also all das haben wir dann auch natürlich in dem Programm berücksichtigt. Und wenn wir nochmal weiterklicken, sehen wir hier auch dann eigentlich fast das Gleiche, was wir vorher schon mal gesehen haben. Ich habe mir erlaubt, einfach das Slide zu kopieren und an den notwendigen Stellen abzuändern. Das heißt, im Wesentlichen steht hier das Gleiche, was wir vorher auch bei Digital Business hatten. Es ist auch was mit der Knowledge Foundation zu tun hat. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 90% oder 95% Informatikanteil sind. Das kann der Christian Decker wahrscheinlich besser sagen. Auf jeden Fall ist viel Informatik drin, viel mehr Informatik als in den anderen Programmen. Und deswegen benötigen Sie auch 45 ECTS an Informatikmodulen oder vergleichbaren Grundlagenmodulen aus Ihrem Bachelorstudium. Das ist eine Zulassungs-
Voraussetzungen, damit sie in Professional Software Engineering überhaupt ankommen und dann hier auch gut durchkommen, dass sie vorher halt schon entsprechende Dinge gemacht haben. Ne? Gehen wir nochmal weiter und schauen hier kurz auf die Module, die ich jetzt auch nicht alle durchgehen möchte. Im Wesentlichen ist es so, dass dieses Programm tatsächlich brutal viel Flexibilität bietet. Einerseits dadurch, dass man ein echtes eigenes Softwareprojekt dann durchführen kann. Das natürlich, auch hier haben wir es mit Leuten zu tun, die kommen aus Unternehmen. Die kommen tatsächlich momentan aus drei Unternehmen. Das ist Daimler, das ist Bosch und das ist CGI, die jetzt in dem ersten Take dann da dabei waren. Ja, jetzt im Oktober versuchen wir dann auch ein paar andere Unternehmen dafür zu gewinnen. Da wird ein echtes eigenes Softwareprojekt gemacht. Man kann in der Masterthesis individuelle Dinge betreiben. Es gibt Wahlpflichtmodule zum Thema Distributed Ledger Technology, Big Data, und auch da ist der Christian Decker wieder dabei mit dem Internet der Dinge. Das muss quasi natürlich auch hier dann mit quasi dann noch diskutiert werden. Und unten drunter sehen wir so die Basis, ja? Das heißt Basismodule, Methoden, Technologien der professionellen Programmierung, Software Engineering als Basismodul im zweiten Semester, dann Software Architektur, ne? Cloud Computing, Datenbanksysteme als Basiseingangsmodule und dann die zwei Klassiker, würde ich sagen, so die Frontend- und Backend-Entwicklung und die entsprechenden Ansätze, die in diesen beiden Bereichen gefasst sind. Ja. Wunderbar, ja, gehen wir weiter, und ich glaube, auch da haben wir ähnliche Sachen wie beim letzten Mal, würde ich jetzt einfach mal drüber klicken. Ja, wie gesagt, Bosch, Daimler, CGI und IBM. IBM habe ich vergessen, um Gottes Willen. Ne? Wir haben ja heute auch jemand von der IBM mit dabei, nämlich, wenn wir nochmal weiterklicken, ist von der IBM. Dann, ich hoffe, das Slide kommt jetzt auch. Jawohl, der David Hötten mit dabei. Also IBM, CGI, Bosch und Daimler, das sind so die Unternehmenspartner der ersten Generation. Herzlichen Dank, by the way, dass wir da gemeinsam dieses Programm lancieren konnten. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Start dann ab Oktober. Und auch der David Hötten ist, glaube ich, schon da, habe ich schon gesehen, und bereit, nachher dann in so kleinen Breakout-Sessions zu berichten. That's it. So viel zu den Programmen aus. Nicht, das bin ich, also nicht verwechseln, ja, das ist der, also das war jetzt nicht ich in besseren Zeiten, sondern das ist der Martin Schmollinger, ja, den kann man da auch gerne nochmal fragen dazu, ja. Okay, so, besten Dank. Wir würden jetzt Folgendes machen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal ein paar Breakout-Rooms entworfen und die Leute zugewiesen, also die Leute, die hier in der Organisation mit dabei sind. Ganz kurz vielleicht noch ein Hinweis, wenn Sie sich jetzt fragen, ja, in welchen Breakout-Room sollte ich gehen? Was unterscheidet jetzt nochmal die Programme? Vielleicht ganz kurz von mir eine Zusammenfassung. Also Nummer eins, einerseits unterscheidet sich die Programme, wer es organisiert. Das Programm Digital Business Management und Professional Software Engineering, die werden von der KfU organisiert. Das ist also diese Stiftung, das hat der Herr Rossmann vorhin kurz erläutert. Und das Programm Digital Business Engineering, das ist ein klassischer Studiengang von der Hochschule. Und dann das zweite Unterscheidungskriterium kann man sich nochmal bewusst machen anhand der, sagen wir mal, der Aufteilung zwischen Informatikanteilen und wirtschaftswissenschaftlichen Anteilen. Und da kann man tatsächlich eine Sortierung aller Programme hier darstellen. Es beginnt mit dem Programm Digital Business Management. Das ist paritätisch. Das heißt, also 50% der Inhalte sind so informatiklastig und aus eher diesem Bereich, und 50% der Inhalte sind wirtschaftswissenschaftliche Inhalte. Verstärkt, wenn man jetzt den Anteil der Informatik verstärkt, dann kommt man zum Programm Digital Business Engineering. Ja, dann merken Sie schon, da geht das Management hin zu Engineering. Und da sprechen wir von 70% Informatikinhalten und 30% der Inhalte, die aus den Wirtschaftswissenschaften stammen. Und stärkt man diesen Anteil noch mehr, dann kommt man in das Programm Professional Software Engineering. Also das Engineering bleibt quasi bestehen. Dann wissen Sie, aha, das sind die Dinge mit mehr Informatik. Da sprechen wir dann von 90% Informatikanteilen und 10% Anteilen, die aus anderen Disziplinen kommen. So, das ist mal so ganz grob die Aufteilung der Programme. Ich habe jetzt schon mal, wie gesagt, in den Breakout-Sessions die entsprechenden Teilnehmer und auch die Vertreter, die hier auch vom Herrn Rossmann erwähnt wurden, den entsprechenden Breakout-Sessions zugeteilt.
Das ganze Ding ist so konfiguriert, dass Sie eigentlich die Möglichkeit haben, in jeden Breakout-Session-Raum reinzuspringen. Also das heißt, die Teilnehmer haben selbst die Möglichkeit, die Breakout-Sessions oder die Räume zu wählen. Sollten Sie nicht in der Lage sein, weil Sie zum Beispiel übers Web teilnehmen, da ist das vielleicht eine Limitierung, dann einfach kurz in den Chat reinschreiben, in welche Breakout-Session Sie rein wollen. Dann weise ich Sie zu und dann können Sie auch sofort da reinspringen. In den Breakout-Sessions erwarten Sie die Studierenden, wie auch der Herr Rossmann wird also mit drin sein in Professional Software Engineering. Ist es okay, Alex, oder willst du lieber in Digital Business Engineering? Ich gehe gar keinen Raum rein, ich bleibe hier. Also wer Fragen an mich hat, kann hier quasi im Foyer bleiben. Ich bleibe im Foyer einfach stehen. Ja? In den einzelnen Räumen sind ja dann auch Studenten drin. Ne? Okay, wunderbar. Alle anderen können dann in die Räume springen und auch mal die Studierenden direkt fragen, ne, wie es eigentlich läuft und auch so wirklich ausquetschen und auch die unangenehmen Fragen stellen. Ich glaube, die Professoren bleiben vielleicht gleich am Anfang mal draußen, ne, dann können auch die Fragen gestellt werden, die man sonst nicht stellt. Und falls es Probleme gibt oder sowas, einfach Hilfe rufen. Ne, also wir sehen das dann und können dann mit dazu springen. Alles klar. Ich werde so ein bisschen mal überwachen und mal gucken, wie viel Zeit wir uns da geben. Ne? Also bitte nehmen Sie sich die Zeit, reden Sie mit den Leuten, ne? Da sind wir flexibel. Okay, gut, ich starte mal die Sessions. Die Leute, die hier dabei sind, die wissen schon, wo sie zugeordnet sind. Alle anderen können sich entweder selber zuordnen oder entsprechend in den Chat kurz reinschreiben, in welchen Raum sie wollen, dann weise ich zu. Ja, hier dürfen natürlich auch Fragen gestellt werden. Also wer jetzt eine Frage an den Professor hat, ja, der darf das hier gut aufgehoben im Foyer. Ja. Wir können auch Fragen beantworten, so ist nicht. Ja. Ansonsten gerne einfach in die Räume reingehen. Ne? Ja, wir haben noch vier Leute hier, die suchen vielleicht noch den Button, den einen oder anderen Button. Und wie gesagt, falls Sie Probleme haben, einfach kurz in den Chat reinschreiben, in welchen Raum Sie wollen, dann weise ich Sie zu, dann weil sie können sie automatisch dem beitreten. Ich würde tatsächlich warten auf den nächsten Teil von der Präsentation, wenn es okay ist. Also Promotionsprogramm. Genau. Okay. Geht mir genauso. Alles klar. Ja, dann einfach kurz warten. Okay. Genau. Naja, ich auch. Genau. Alles klar. Wir haben auch Promoventen ja mit dabei, also Doktoranden. Das heißt, da können auch nochmal auch da direkt die Fragen gestellt werden. Und Aufzeichnung läuft wieder und wir kommen zum letzten Teil des heutigen Infotages, der Vorstellung des Promotionsprogramms und das wird für uns auch der Alex Rossmann erledigen. Im Anschluss an das Promotionsprogramm haben Sie Gelegenheit, mit unseren Doktoranden nochmal zu sprechen und dedizierte Fragen zu stellen. Weil Gelegenheit besteht, die Breakout-Sessions existieren noch, wir können dann auch nochmal reingehen, falls nochmal zu den Studienprogrammen Fragen bestehen. So, also ich übergebe mal an den Alex Hoffmann. Ja, wunderbar. Dann schauen wir uns noch ein paar Infos zum Thema Promotionsprogramm an. Hier sehen wir übrigens jetzt wieder ein anderes Bild. Das ist auch ein Bild aus dem Kreativlabor. Da war ja vorher der Stefan Trieflinger und hat die Lego-Sachen vorgestellt. Ja. So sieht es jetzt also aus, wenn dann Professoren und Doktoranden zusammenarbeiten. Das sind tatsächlich auch Doktoranden, die hier drauf sind. Man sieht drei Doktoranden, den Martin Kinitzki hier links, die Christine Koppenhöfer und da hinten ist der Jan Fauser. Das sind quasi alles Doktoranden hier. Wir haben insgesamt mehr als 20 Doktoranden am Hermann-Hollerith-Zentrum, die in ganz unterschiedlichen Formaten promovieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt die allergrößte Doktorandengruppe der Hochschule Reutlingen ist. Das ist auf jeden Fall eine der größten. Vielleicht gibt es irgendwo auch noch eine größere Gruppe an Doktoranden, aber
20 Doktoranden ist für eine Hochschule der angewandten Wissenschaften gar nicht so verkehrt. Ja? Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten zu promovieren. Die Hochschule Reutlingen ist eine Hochschule der angewandten Wissenschaften. Wahrscheinlich ist den meisten, die heute hier bekannt, dass man als Hochschule der angewandten Wissenschaften kein natives Promotionsrecht hat. Noch nicht, würde ich sagen. Es gibt da schon einzelne Bundesländer, da ist das anders. Es ist auch in der Diskussion, dass in der jetzt neu beginnenden Legislaturperiode auch Hochschulen der angewandten Wissenschaften natives Promotionsrecht bekommen. Wie promovieren jetzt die Leute bei uns, wenn wir das nicht nativ machen können? Wir machen das kooperativ. Das heißt, die Hochschule Reutlingen hat eine recht gute Tradition in Bezug auf die Kooperation mit Universitätspartnern, bei denen dann promoviert wird. Ne? Letzten Endes gibt es drei bis vier Typen von Doktoranden, und das kann man immer so ein bisschen unterscheiden nach der Art und Weise, wie Doktoranden finanziert sind und wie stark ein Doktorand auch angebunden ist an ein Forschungsprojekt. Wir haben eine Gruppe an Doktoranden, das sind sogenannte Stipendiaten. Die bekommen ein Stipendium des Landes Baden-Württemberg und kooperieren dann in Form eines Promotionskollegs. Sage ich gleich noch was dazu. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind projektfinanzierte Doktoranden. Das heißt, das Hermann-Hollerith-Zentrum engagiert sich permanent in der Beantragung von Forschungsprojekten. Und diese Forschungsprojekte müssen dann gestafft werden mit Mitarbeitern. Und das sind dann bei uns auch Doktoranden. Ne? Die dritte Gruppe, das sind Industriedoktoranden, Mitarbeiter, die in Industrieunternehmen arbeiten und nebenberuflich promovieren. Und die vierte Gruppe, das sind dann unsere Mitarbeiter, das heißt Mitarbeiter am HHZ, die hier in der Verwaltung des Hermann-Hollerith-Zentrums aktiv sind und aber eigentlich promovieren. Das heißt, hauptsächlich sind die mit ihrer Promotion befasst und helfen uns aber dann hier auch am Hermann-Hollerith-Zentrum dann die Prozesse im Gang zu halten. Ne? Das heißt, diese vier Gruppen, Stipendiaten, Projektmitarbeiter, Industrie, Doktoranden und Mitarbeiter in der Hochschulverwaltung, das sind die vier Finanzierungsmöglichkeiten, und entsprechend entstehen natürlich an einem dieser vier Punkte dann immer wieder auch Promotionsmöglichkeiten. Was alle gemeinsam haben, ist, dass sie bei uns im Rahmen eines Promotionsprogramms vereint sind, unabhängig von Finanzierung und Einbindungsstand. Das ist die nächste Slide. Genau, Christian, du hast meine Intention richtig erfasst. Das heißt, du kannst da weitergehen. Wir bieten tatsächlich dann eben auch Doktorandenseminare hier an im Umfang von ca. 48 ECTS. Das heißt, was man in diesen Doktorandenseminaren macht, sind vor allem Forschungsmethoden. Wir machen Seminare zum Thema systematische Literaturanalyse, Grauliteraturanalyse, Design Science Research war erst in diesem Semester dran. Das hat zum Beispiel der Kurt Sandkuhl gemacht von der Uni Rostock. Wir haben immer wieder Kollegen aus Berlin, die uns zum Thema quantitative Forschungsmethoden unterstützen. Marco Sarstedt, einer der bekanntesten Professoren in Deutschland, macht bei uns regelmäßig eine Veranstaltung zum Thema Structural Equation Modeling. Das ist eine besondere Form der Regressionsanalyse, also eine quantitative Forschungsmethode für latente Konstrukte, wo es dann um die Vereinigung von Mess- und Pfadmodellen geht. Ist sehr populär momentan im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschungsdisziplinen, in der empirischen Forschung. Und parallel dazu haben wir neben diesen Doktorandenseminaren dann eben auch Kolloquien. Das heißt, auch die Kolloquien sind wichtig, indem sich dann die Doktoranden immer wieder treffen, austauschen über den aktuellen Stand der Forschung. Und natürlich gibt es auch, je nach Einbindung unserer Doktoranden bei unseren Universitätspartnern, dann Doktorandenseminare der Universitäten, die dann dort besucht werden müssen. Und so kommt man insgesamt dann auf unterschiedliche Module, die man so im Rahmen seiner Zeit hier am Hermann-Hollerith-Center dann tatsächlich bedient. Ja. Apropos Zeit, wie lange dauert sowas? Das ist wirklich stark natürlich abhängig vom Doktorand und vom Fortschritt, aber auch von der kooperierenden Universität. Wir haben hier schon Doktoranden gehabt am HHZ, die waren in 2,5 Jahren promoviert. Wir haben aber auch Doktoranden, die sind schon 6 Jahre dabei. In der Mitte liegt sozusagen dann das goldene Maß, wenn ich so möchte. 4 Jahre beziehungsweise 3 bis 4 Jahre ist schon der Zeitraum, den man für ein Promotionsprojekt
dann einkalkulieren muss. Ne? Hier steht 5 Promotionsplätze pro Semester. Das ist mal so ein Durchschnittswert. Natürlich sind es auch manchmal mehr, manchmal weniger. Momentan ist eigentlich eine recht günstige Zeit. Es sieht so aus, dass wir im Herbst sehr viele neue Promotionsfinanzierungen erhalten. Das liegt daran, dass wir aktuell einen erneuten Antrag zu einem sogenannten kooperativen Promotionskolleg mit der Universität Stuttgart einreichen, der dann insgesamt 5 Promotionsstipendien nach sich ziehen würde. Und wir sind auch gemeinsam mit dem Zentrum Digitalisierung dabei, uns als sogenannter European Digital Innovation Hub zertifizieren zu lassen. Davon wird es in ganz Baden-Württemberg nur 2 geben. Das heißt, wir hätten hier am Hermann-Hollerith-Zentrum dann 1 von 2 Hubs, die sich mit dem Thema digitale Transformation in ganz Baden-Württemberg befassen. Das würde dann auch dann nochmal 4 neue Doktorandenstellen finanzieren und nach sich ziehen. Also kann gut sein, dass im Herbst es nicht 5 Promotionsplätze, sondern eher so 10 werden. Dafür ist dann erfahrungsgemäß ein Semester später dann wieder eher tote Hose. Das heißt, das ist sehr volatil, wie das Ganze sich dann da weiterentwickelt. Zugangsvoraussetzungen sind ein erstklassiger Masterabschluss, also 1,x ist, sagen wir so ein bisschen die Messlatte, denke ich. Persönliche Eignung ist wichtig. Es gibt keine formalen Zulassungsvoraussetzungen zu diesem Programm, die man irgendwo lesen kann. Es ist stark davon abhängig, dann einfach einen Promotionsbetreuer hier auch in Reutlingen beziehungsweise am Hermann-Hollerith-Zentrum zu finden. Das heißt, ideal ist, wenn man sich dann eben anschaut, was in den einzelnen Forschungsgruppen gemacht wird. Die einzelnen Professoren am HHZ haben ja auch jeweils Micropages zu ihren Forschungsgruppen. Da sieht man dann auch die aktuellen Publikationen und auch laufende Forschungsprojekte. Oder na, wenn man ja ohnehin hier den Master macht, die Wege sind ja super kurz, da kann man natürlich auch mit allen Professoren dann ins Gespräch gehen und nachfragen, wie es denn aussieht mit Promotionsthemen oder eben auch mit Promotionsfinanzierungen. Denn das ist eigentlich so, dass das Nadelöhr ist natürlich immer die Finanzierung. Es sei denn, man ist jetzt in diesem Segment der sogenannten Industriepromotion, also macht das Ganze dual, dann ist die Finanzierungskomponente weniger kritisch wie bei Stipendiaten, Projekten, Doktoranden oder Mitarbeitern in der Verwaltung. Ne? Wir kooperieren, wie gesagt, dann bei diesen Programmen mit unterschiedlichen Universitäten, haben dann Multipartner-Programm, um auch nicht von einer Universität jetzt irgendwie abhängig zu sein. Die wichtigsten Partner sehen wir jetzt mal auf der nächsten Slide. Das heißt, da haben wir mal so ein paar aufgeführt. Die finden Sie zum Teil auch schon auf der Webseite des HHZ. Das sind einerseits die Universität Stuttgart. Das ist im Bereich der Informatik der Kernpartner am Hermann-Hollerith-Zentrum, auch Partner des kooperativen Promotionskollegs Services Computing, in dem jetzt in den letzten Jahren schon 12 Doktoranden Stipendien erhalten haben. Jetzt nicht alle in Reutlingen, das war so eine Aufteilung, 6 Stipendien gehen nach Stuttgart, 6 Stipendien gehen nach Reutlingen. Und mit der Universität Stuttgart sind wir gerade auch dabei, dann einen erneuten Antrag zu formulieren für die Verlängerung dieses kooperativen Promotionskollegs dann. Wahrscheinlich dann, wenn es bewilligt wird, wovon ich eigentlich stark ausgehe, dann statt ab Oktober, ne, in dieser Richtung. Ne. Informatik, ja, das heißt hier wirklich dann 100% Informatik, wenn man in diesem Bereich dann möchte. Ist also für Wirtschaftsinformatiker oder Leute mit wirtschaftswissenschaftlichen Themen eher weniger geeignet. Ja. Wir haben seit gut einem Jahr auch eine enge Kooperation mit der Universität Rostock. Das ist eben der Kollege Kurt Sandkuhl. Da gibt es auch eine offizielle Kooperationsvereinbarung für den Bereich Wirtschaftsinformatik und mittlerweile auch Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, hier sind eher dann auch Themen gut angesiedelt, die sich mit wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen befassen. Ne? Und da ist letzten Endes da eine sehr gute Möglichkeit, wir haben da auch schon erfolgreich Doktoranden gehabt. Also es gibt auch schon Reutlinger Kollegen, die da promoviert haben. Ne?
die momentan auch dort sind. Das gilt natürlich auch für die Universität Stuttgart, wie auch für die anderen Partner. Das heißt, es gibt da bei diesen 4 Universitäten, die wir hier sehen, dann eben auch schon Erfahrungshintergrund mit der Bearbeitung von Doktoranden. Ne? Die University of the West of Scotland und die Glasgow Caledonian University sind lustigerweise beide in Schottland, beide Universitäten in Glasgow. Beide Universitäten mit erstklassigen Rankings, das heißt sehr gute Unis. Mit der UWS in Glasgow gibt es auch schon seit mehr als 10 Jahren ein Kooperationsabkommen mit der Hochschule Reutlingen. Dort haben schon, ich glaube, 5 Studenten, 5 Masterabsolventen der Hochschule Reutlingen haben bereits an der UWS promoviert. Der letzte war ein Doktorand von mir erst letztes Jahr. Ist ein völlig anderes System. Auch hier haben wir sowohl Themen der Informatik und auch der Wirtschaftsinformatik, ein sehr breites Spektrum. Das angelsächsische System ist trotzdem völlig anders, ist tatsächlich dann eher mit einem Studium zu vergleichen, allerdings ohne dezidiertes Studienprogramm. Dafür ist man typischerweise aber dann eben auch nach 3 Jahren promoviert oder eben auch nicht promoviert. Das heißt, in unserem Fall glücklicherweise immer erfolgreich, aber diese Programme sind stärker strukturiert und auch klarer aufgegleist und weniger abhängig jetzt, sagen wir mal, von dem einzelnen Gutachter oder von dem Promotionsausschuss. Das läuft in Großbritannien dann etwas anders und deutlich strukturierter. Heißt zum Beispiel auch, dass man nach einem Jahr schon ein Research Proposal vorweisen muss, das dann durch eine mündliche Prüfung auch geprüft wird und entsprechend dann auch freigegeben wird oder das ganze Verfahren wird dann eben nach einem Jahr schon beendet. Vorteil daran, man weiß relativ schnell, wo man dran ist und muss nicht jahrelang quasi ins Graue reinarbeiten, ohne zu wissen, wie es tatsächlich läuft. Ne? Die Glasgow Caledonian University hat ihren Campus oder den Campus, mit dem wir hier kooperieren, in London. Das heißt, hier finden die Veranstaltungen dann in London statt, wenn sie stattfinden und nicht durch die Pandemie beeinflusst sind. Momentan natürlich auch online. Das ist unser Partner für entsprechend Executive Education DBA-Programme. Was heißt DBA? DBA nennt sich im angelsächsischen Bereich Doctor of Business Administration. Das heißt, das richtet sich an Leute üblicherweise, die auch schon Berufserfahrung haben neben dem Masterabschluss und sehr stark so ein Promotionsprojekt innerhalb ihrer eigenen beruflichen Umgebung dann auch umsetzen wollen, also in der Regel auch Vollzeit arbeiten und dann schauen wollen, wie sie dieses Promotionsvorhaben dann dual gestalten können. Daher ist es auch ein kostenpflichtiges Programm. Da haben wir wieder die ähnliche Auftrennung, wie wir schon vorher sie hatten bei dem Thema Digital Business Engineering und Digital Business Management beziehungsweise Professional Software Engineering. Die haben wir hier auch. Das heißt, die Promotionsprogramme in Stuttgart, Rostock und an der UWS sind fast kostenfrei, nicht ganz. Es gibt da gewisse Gebühren, die aber üblicherweise von der Hochschule Reutlingen übernommen werden, während das Doctor Business Administration Programm an der Glasgow Caledonian University wieder ein kostenpflichtiges Programm ist. Und genauso wie bei den Programmen, die wir vorher gesehen haben, ist es auch hier dann in der Regel so, dass der Unternehmenspartner dann dieses Programm mit- oder kofinanziert, weil er natürlich auch ein Interesse daran hat, die Forschungsergebnisse dann auch im Betrieb dann parallel umzusetzen. Ne? Dazu gibt es, wie gesagt, jeweils auch Informationen auf der HHZ-Webseite. Mein Tipp allerdings wäre, bei diesen Themen dann entweder sich tatsächlich mal anzuschauen, was läuft auf den einzelnen Forschungsseiten der Forschungsgruppen, hier dann auch direkt mit den Professoren dann ins Gespräch zu gehen und zu fragen, welche Partner kommen denn eigentlich in Frage, oder sich dann jeweils an die für die Kooperation mit diesen Universitätspartnern verantwortlichen Sprecher zu wenden. Auch das ist eine Möglichkeit auf den einzelnen Seiten. Findet man das auch sehr gut. Die Partnerschaft mit der Universität Stuttgart und der Universität Rostock wird zum Beispiel durch den Alfred Zimmermann koordiniert und die Partnerschaften zu UWS und zu Glasgow Caledonian werden in dem Fall durch mich koordiniert. Das sind aber nicht die einzigen Partner. Wir haben auch Doktoranden an anderen Universitäten in Kanada zum Beispiel oder in der Schweiz.
in Deutschland auch andere Universitätspartner. Das heißt, da gibt es natürlich durchaus die Situation, dass man dann auf einen Kollegen zugeht. Tübingen ist zum Beispiel auch ein Partner, also der Wolfgang Blochinger zum Beispiel promoviert seine Doktoranden auch an der Universität Tübingen. Auch das kann ein Thema sein. Sie sehen also, da gibt es je nach Betreuer, je nach Doktor, Vater in Anführungszeichen an der Hochschule Reutlingen dann eben sehr vielschichtige Beziehungen und Multipartner-Modelle zu unterschiedlichen Universitäten. Und am besten ist, Sie gehen da auf die für die Kooperation verantwortlichen Professoren zu oder direkt auf die Professoren innerhalb der einzelnen Forschungsgruppen. Ich weiß, dass der Jürgen Münch auch Doktoranden an der Universität Hohenheim hat oder auch quasi Doktoranden in Finnland hat. Also wenn man das alles aufschreibt, hat man mit Sicherheit, sagen wir mal, 10 bis 15 Universitäten, mit denen Kooperationen bestehen, wo unsere Leute dann jeweils dann promovieren. Ne? Ja, soweit die Informationen dazu. Die nächste Slide zeigt jetzt nur noch den Link auf zur Webseite. Das heißt, tatsächlich ist manchmal nicht schlecht, auf der Webseite dann weitere Infos zu suchen und zu finden. Ansonsten stehen wir natürlich jetzt auch gerne noch für Fragen zur Verfügung, wenn es spezifische Fragen zum Promotionsprogramm gibt. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Gelegenheit, dass wir einfach mal den Ball zurückspielen. Es gibt ja einige Interessenten für das Promotionsprogramm. Deswegen die Frage hier direkt an die Teilnehmer. Gibt es Fragen zur Promotion? Gerne auch zu anderen Sachen natürlich, aber vielleicht zuallererst mal zur Promotion selber. Ja, hallo. Ich hätte eine Frage. Und zwar, wie frei, beziehungsweise wie eingeschränkt, oder also wie frei ist man in der Themaauswahl von der Promotion jetzt? Also es hört, ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen blauäugig gefragt, aber wenn ich jetzt komme und vielleicht schon irgendwie was Konkretes im Kopf hätte, so wie wahrscheinlich ist es, dass ich das Thema auch umsetzen könnte, beziehungsweise wie viel wird mir von der Themavergabe abgenommen an der Entscheidung? Das ist eine sehr gute Frage, gar keine blauäugige Frage. Und die Antwort ist wie immer, das hängt davon ab. Ne? Das heißt, das hängt von tatsächlich von mehreren Faktoren ab. Wenn Sie jetzt, da sagen Sie, interessieren sich für so ein Stipendium beim kooperativen Promotionskolleg, Intelligent Services Computing soll das jetzt heißen dann, ne? Dann ab Herbst, dann sind Sie da sicherlich etwas eingeschränkter in Ihrer Themenwahl, ja, weil möglicherweise eben durch diesen Antrag eines kooperativen Promotionskollegen und durch die Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Betreuer da eben auch schon Vorstellungen da sind, in welche Richtung es gehen soll. Genauso gibt es natürlich Kollegen an der Hochschule, die schon ganz konkrete Themen im Kopf haben, ne, die vielleicht gewisse Forschungsprojekte auch bedienen müssen, und da einfach schon wissen, wo die Reise hingehen soll. Es gibt aber auch natürlich Kollegen, die da offen sind, ne, mit denen man das dann frei diskutieren kann. Speziell bei den Industriedoktoranden, die dann dual promovieren, ist es sogar gelebte Praxis, dass die Themen dann eher aus dem Industriekontext entwickelt werden. Ne? Also man könnte auch vielleicht ganz platt sagen, je stärker sie finanziert sind durch die Hochschule oder durch das Budget des betreuenden Profs, umso größer ist sein Interesse, dass bestimmte Themen dann natürlich auch behandelt werden. Ne? Während umgekehrt, wenn sie sich selbst finanzieren, eben auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten da sind. Ja, weitere Fragen noch? Ja, wenn es möglich ist, also danke erstens, dass Sie uns diese Angelegenheit heute angeboten haben. Und es geht, also meine Frage ist folgende. Also bei mir, also ist die Geschichte ist ein bisschen so, mein Unternehmen fördert mich mal, damit ich eine Industriepromotion, also in meinem Bereich Data Science Intelligenz mit einem Thema bei Ihnen mal zu schaffen. Und ich finde gerade also wegen diesem Thema auf der Suche nach einem Vater. Bei mir ist ein Master in Ihnen. Mal so und gleichzeitig also bei Ihnen das zu schaffen.
Ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht so alles richtig verstanden, weil Sie ein bisschen zerhackt rübergekommen sind. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so, Christian, oder hast du die Frage besser verstanden? Nee, mir geht's ähnlich. Also die Tonverbindung bricht ab, da das bei uns beiden der Fall ist, würde ich sagen, das ist auf der Senderseite. Kann ich mal noch wiederholen, zusammenfassend das beschreiben? Ja, probieren Sie es einfach nochmal. Ja, es geht um das Folgende, ganz ehrlich. Also, ich arbeite bei einem Unternehmen, die fördert mich aktuell, damit ich im Bereich in der künstliche Intelligenz und Data Science mit einem Thema von dem Unternehmen, also mal zu promovieren. Und ich bin gerade jetzt auf der Suche nach einem Doktorvater und ich hätte mal gerne mal wissen, wie weit ist es möglich, das bei Ihnen was zu schaffen. Das heißt, das Unternehmen also kommt hinterher und fördert mich für das Thema und jetzt, wie weit ist es möglich, von Ihrer Seite also mal einen Doktorvater zu finden. Und was ist der Ausgangspunkt also für mich, also ein Hilfstipp also von Ihrer Seite mal, ist es möglich? Ja, bei einer Industriepromotion, wie Sie sie gerade ansprechen, ist es gut, einfach mal ein Erstgespräch zu führen und zu schauen, was es für Themen gibt, die jetzt Sie da bearbeiten wollen, welche Themen auch seitens des Unternehmens gesehen werden. Dann kann man abschätzen, bei welchem Kollegen solche Themen dann ganz gut ins Portfolio passen würden, welcher Kollege auch noch Betreuungsressourcen hat, um eine zusätzliche Promotion auch betreuen zu können. Und dann geht es natürlich um die Frage, wo man das Ganze aufhängt. Ich habe es ja vorher schon skizziert für duale Promotionen mit Kandidaten, die auch eine entsprechende Berufserfahrung mitbringen. Gäbe es das Modell über die Glasgow Caledonian University zu gehen, da wären wir dann als Hochschule Reutlingen thematisch auch völlig frei, das Thema selbst zu setzen und zu betreuen. Ne? Wenn man jetzt das nicht machen möchte und sagt, ich will auf eine andere Universität zugehen, dann muss man eben schauen, welche Universitätspartner sind für Ihr Thema geeignet. Aber das ist so eine stufenweise Vorgehensweise. Im ersten Schritt müssten Sie dann erstmal hier einen Professor finden, der das thematisch betreuen kann, was Sie sich vorstellen, und der zweitens dann auch noch Betreuungsressourcen hat. Wenn das gegeben ist, dann sucht man gemeinsam mit seinem Betreuer dann nach entsprechenden Promotionsmöglichkeiten in unserem Netzwerk. Also ganz konkret, Sie können ja mal auf mich zukommen, dann können wir uns ja mal treffen für eine halbe Stunde und Sie skizzieren mir mal Ihre Themen und das, was Sie machen wollen, und dann kann ich ja schauen, welche Kollegen das hier betreuen könnten, ne? Okay, wunderbar. Gibt es noch Fragen dazu? Thema Promotion, Industriepromotion haben wir jetzt geklärt. Promotionskolleg, kann ich vielleicht noch mal ganz kurz einen Einblick geben, weil da vorhin diese Themenfrage war. Also da ist es zum Beispiel so, dass beim Promotionskolleg, da gibt es sogenannte Betreuungstandems, zusammengesetzt immer aus einem Betreuer der Hochschule Reutlingen und einem Betreuer der Universität Stuttgart, und die beiden quasi betreuen ein Themengebiet, sage ich jetzt mal. Das Themengebiet hat ein gewisses Thema und das kennzeichnet letzten Endes, dass diese Betreuer dann zu diesem Themengebiet die Fachexpertise haben. Das heißt also, wenn man mit einer Themenidee kommt, dann muss sie sich bei einem Promotionskolleg irgendwie auf diese Themengebiete mappen lassen. Und das ist auch ganz natürlich, weil man will ja nicht irgendwie betreut werden oder man will ja nicht fachfremd betreut werden, sondern man will ja betreut werden auch entsprechend mit der Expertise der Professoren. Und man muss allerdings jetzt nicht ganz genau dem Wording dieses Themengebiets folgen. Das hängt dann wiederum natürlich von der Einschätzung der Betreuer ab. Das heißt also, wenn man sich da bewirbt, das ist ein klassischer Bewerbungsprozess, also sprich, man sagt, man interessiert sich für dieses Themengebiet, gibt es halt dann entsprechend an, das wird auch veröffentlicht, also das Themengebiet, nicht die Bewerbung, dann ist die Zuordnung klar und dann geht man in das direkte Gespräch, wie eine Art Bewerbungsgespräch mit diesem Betreuer-Tandem. Und da werden dann genau die Fragen zum Beispiel geklärt, der Passung, der Eignung und so weiter. Und das wird dann für so ein Kandidatenkarussell halt durchgeführt. Und danach entscheidet sich, welche Bewerber quasi dann für welches Betreuungstandem zugeordnet werden.
Gut, das mal dazu noch so ein bisschen. Okay, gibt es darüber hinaus noch Fragen? Ich schaue auch noch mal parallel in den Chat für diejenigen, die jetzt hier zum Beispiel nicht die technische Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, sondern nur schriftlich. Da sehe ich jetzt zwischendurch auch keine weitere Frage. Insofern, ja, gibt es jetzt noch mal ganz kurz zum Ende vielleicht die Rückfrage aus den anderen, die jetzt, sagen wir mal, keine spezielle Frage zum Promotionsprogramm haben, vielleicht noch eine Frage zu den Masterprogrammen, die wir jetzt in den Sessions nicht beantworten konnten. Ich schaue da auch noch mal ganz kurz zurück. Wir hätten noch die Studenten hier, die noch dazu Rede und Antwort stehen könnten. Okay, da gibt es auch keine. Dann wunderbar. Ich freue mich, dass wir da die Fragen da zu den Masterprogrammen in den Sessions klären konnten, dass wir hier nochmal die Fragen klären konnten zum Promotionsprogramm. Und bedanke mich nochmal an allen Teilnehmenden, nicht nur an die, die extern zugeschaltet waren, sondern natürlich hier auch an die Studierenden, die hier die Räume vorgestellt haben und natürlich auch den beteiligten Doktoranden. Und klar, also mein Dank auch nochmal an meinen Kollegen, den Herrn Rossmann, der hier mit mir zusammen durch das Programm durchgegangen ist. Es hat Spaß gemacht. Wir werden auch, wie gesagt, die Aufzeichnung zur Verfügung stellen auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es dann immer die entsprechenden Links nochmal unten drunter. Das heißt, es wird also so zur Verfügung gestellt, dass Sie zu den einzelnen Themenbereichen, die wir hier diskutiert haben, dann direkt die Stelle in dem YouTube-Video anspringen können. Das heißt also, Sprungmarken werden gesetzt, sodass Sie dann also in sehr effizienter Art und Weise dann die für Sie interessanten Sachen nochmal nachhören und nachsehen können. Ansonsten bleibt mir noch über zu sagen, dass Sie auch gerne eingeladen sind, uns zu kontaktieren darüber hinaus, wenn Sie dann nochmal sehr spezielle Fragen haben, die auf Ihre individuelle Situation vielleicht zutreffen, dann kontaktieren Sie den Herrn Rossmann oder mich als die Verantwortlichen für die Programme. Sollten sich darüber hinaus noch Fragen ergeben, können wir sie da auch an die entsprechenden Ansprechpartner da weiterleiten. Okay, dann nochmal meinen herzlichen Dank und wir verabschieden uns hier an dieser Stelle und wünschen Ihnen noch einen tollen Abend. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und wir hoffen, dass wir Sie als Studierende bei uns hier am HAZ dann im nächsten Semester begrüßen können. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, tschüss. Ciao, vielen Dank. Ciao zusammen. Vielen Dank.